Servus und herzlich willkommen zurück zu Rundflug. Ach Leute, wisst ihr, ich habe jetzt wirklich die letzten Wochen versucht, mich sehr zurückzuhalten, was die Ereignisse um Black Lives Matter und diese ganze Bewegung dahinter angeht. Es war so viel Irrsinn und so viel Bullshit dabei in diesem Zusammenhang. Und es gab so viele Leute, die sich damit wirklich vorbildlich beschäftigt haben, vor allem mit dem ganzen Zahlenzirkus hinter Black Lives Matter, die eindeutig offengelegt haben, dass diese Bewegung absolut keine Überschneidungsfläche mit der Faktenlage in der Realität hat. Ich empfehle also an dieser Stelle ausdrücklich, sich die Videos von Idiotenwatch und der vulgären Analyse unter anderem hier anzusehen. Ich verlinke euch die beiden natürlich auch in der Videobeschreibung. Die haben sich da mit dem Zahlenzirkus hervorragend auseinandergesetzt, überhaupt mit der Situation. Dann ein Video von Aszudemi, der nach Ewigkeiten endlich mal wieder ein Video gemacht hat, der sich sehr, sehr gut auch mit den vermeintlichen Fällen rassistischer Polizeigewalt auseinandergesetzt hat. Guckt euch das alles gerne mal an. Da werdet ihr möglicherweise ganz neue Perspektiven auf die aktuellen Entwicklungen bekommen. Ja, warum fühle ich mich jetzt also auch noch bemüßigt, zu diesem ganzen Themenkomplex einen Kommentar abzugeben? Ganz einfach, weil im Zuge dieser Umwälzungen hier in den USA, in Europa, etwas stattfindet, was mir als Geschichtsstudent einfach extrem nahe geht und was mich derart triggert, dass ich hier regelmäßig mit wirklich cholerischen Anfällen vom Rechner sitze. Es ist unglaublich, was im Zuge linksideologischer Verblendung alles an Geschichtsfälschung und vor allem an Umstürzlerei betrieben wird, und das meine ich wortwörtlich. Es werden Denkmäler historischer Persönlichkeiten, die einen tatsächlichen oder auch manches Mal nur vermeintlichen kolonialen Hintergrund haben, gestürzt, beschmiert, beschädigt. Es ist wirklich eine Offenbarung absoluter Geschichtsvergessenheit und des völligen Unwillens, sich tatsächlich mal objektiv mit dieser auseinanderzusetzen. Warum? Weil es nicht in das Narrativ des bösen weißen Manns passt, der sich über den Schwarzen erhebt und ihn knebelt und knechtet, wo er nur kann. Man muss diese historischen Figuren, die da gestürzt werden, natürlich in ihrem historischen Kontext betrachten. Und es ist vollkommen sinnlos, um nicht zu sagen, es ist schädigend, moralische Standards von heute an Zeitepochen von vor 100, 200 oder 500 Jahren anzulegen. Da werden wir selbstverständlich sehr häufig zu dem Schluss kommen, dass das ja alles damals eine wahnsinnig barbarische Zeit war und überhaupt, wie man mit den Leuten umgegangen ist, ja ganz, ganz schrecklich. Ja, aber inwieweit liegt jetzt da in irgendeiner Form ein Erkenntnisgewinn? Man muss natürlich den historischen Kontext einbetten, ansonsten macht man sich lächerlich. Und das ist im Übrigen auch in der Geschichtswissenschaft absoluter Standard, dass man natürlich den historischen Kontext so gut es geht einzufangen versucht, um überhaupt die Handlungsweisen der einzelnen geschichtlichen Akteure ausreichend erfassen und vor allem nachvollziehen zu können. Sonst kann man überhaupt nicht verstehen, warum in der Epoche X so gehandelt worden ist und warum in Epoche Y vielleicht anders gehandelt worden ist beim selben Sachverhalt und, und. Aber gut, ich will euch jetzt hier jetzt nicht schon wieder irgendeinen historischen Vortrag halten. Dafür habe ich eine eigene Videoreihe aufgemacht, die ist übrigens, wie ich finde, erstaunlich gut angekommen. Auch wenn es sich nicht so viele Leute reingezogen haben, wie ich jetzt eigentlich vielleicht angenommen hätte. Aber gut, macht ja nichts, kommt ja vielleicht noch. Ansonsten würde ich jetzt mal sagen, möchte ich mich jetzt mal wirklich einem konkreten Video widmen, welches für mich wirklich einen Gipfel der Geschichtsvergessenheit und absichtlichen Missinterpretation deutscher historischer Akteure darstellt. Und zwar geht es heute um ein Video des Spiegels. Also der Spiegel hat ja einen eigenen YouTube-Kanal mit immerhin 825.000 Abonnenten, also nicht schlecht. Und die haben sich am 24.06.2020 hier also dem Thema angenommen, Denkmäler stürzen oder nicht, man könnte Bismarck auf den Kopf stellen. Ein Video, das war eher nicht so geil angekommen ist. Ich frage mich, warum. Naja gut, dafür bin ich ja da, um das so ein bisschen herauszuarbeiten, warum das vermutlich nicht so gut angekommen ist. Schauen wir noch kurz in die Videobeschreibung der Vollständigkeit halber. Weltweit stürzen Black Lives Matter Aktivisten die Denkmäler historischer Rassisten. Auch Hamburg hat viele Statuen aus der Kolonialzeit. Wie damit umgehen? Eine Spurensuche mit Historiker Jürgen Zimmerer. Ach ja, Jürgen Zimmerer, ein Historiker, der so bahnbrechende Werke verfasst hat wie Von Windhoek nach Auschwitz. Ein Buch, in welchem er krampfhaft versucht,
historische Beispiele für genozidale Parallelen innerhalb der Geschichte zu finden. Das heißt also, er nimmt die von Lemkin aufgestellte Definition des Begriffs Genozid und wendet sie auf verschiedene historische Beispiele an, wobei er allerdings einige weglässt, die seine Argumentation stützen würden und sich wiederum auf andere bezieht, die jetzt nicht unbedingt so wahnsinnig gut auf seine Theorie anwendbar sind. Und diese Methode hat durchaus ihre Daseinsberechtigung, kann so verwendet werden, ist allerdings sehr begrenzt. Und hierfür möchte ich mal eine Book Review zitieren von einem Historiker, der sich selbst sehr mit Parallelen zwischen dem Deutschen Kaiserreich und der imperialen Struktur des Naziregimes in Europa beschäftigt hat, der zu diesem Buch folgende Worte gefunden hat. Wenn die Absicht bestand, den Geist von General von Trotha vor dem Internationalen Strafgerichtshof anzuklagen oder zu zeigen, dass Trothas Handlungen und die der Regierung, die ihn ernannt hat, den aktuellen gesetzlichen Standards für Völkermord entsprechen, wäre dies völlig angemessen. Wenn sich die Verantwortung der Historiker jedoch darauf erstreckt, zu erklären, warum Völkermord unter verschiedenen Umständen auftritt und zu testen, ob Formeln wie die von Lemkin als Interpretationsinstrument wirklich zufriedenstellend sind, ist etwas mehr erforderlich. Umfangreiche vergleichende Forschungen, die Beweise für ein breites Spektrum von Faktoren berücksichtigen. Zimmerer ist sich dessen klar bewusst, aber im vorliegenden Buch gibt es kaum Anzeichen dafür, dass er die Forschung selbst durchgeführt hat. Nur damit ihr mal einen Blick darauf bekommt, wie es durchaus in Fachkreisen aufgenommen wurde, was er da in seinem Buch so geschrieben hat. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte das Buch gerne selber in Händen gehalten, um es mal zu lesen, aber wie gesagt, aktuell sind Corona-Beschränkungen, ich komme im Moment nicht an die Uni-Bibliothek ran. Ich wollte jetzt aber auch nicht warten, bis ich das wieder kann, weil ich wollte jetzt in erster Linie zeitlich unmittelbar auf dieses Video antworten, denn wer weiß, was mit diesem Video hier möglicherweise dann noch passiert. Also ich wollte in erster Linie das Spiegelvideo hier aufzeigen als Anschauungsobjekt, um mal offen zu legen, zu welchen wirklich geschichtsfälschenden Methoden zumindest einige dieser Linksideologen greifen, um ihr Weltbild zu unterfüttern. Und deswegen werden wir uns jetzt des ganzen Themas hier annehmen. Gucken wir uns das jetzt also mal an. Das Video geht etwas über 5 Minuten, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, genau, das passt eigentlich wunderbar. Das ist, glaube ich, ein ganz angenehmer Umfang an Videomaterial, den ich hier bearbeiten kann. Das heißt, ich werde heute möglicherweise etwas öfters Stopp machen. Ihr kennt ja die Chose, wie ich das hier bearbeite. In diesem Sinne würde ich mal sagen, lehnen wir uns einfach mal zurück und gucken uns das Video an und ich gebe in gewohnter Manier meinen Kommentar ab. Also los, Film ab! Hamburg, reiche Hansestadt, das Tor zur Welt und Kolonialmetropole. Denn hier am Hamburger Hafen nahm Deutschlands Kolonialherrschaft in Afrika ihren Anfang. Man kann keine 200-300 Meter in Hamburg laufen, ohne an einem kolonialen Erinnerungsort vorbeizulaufen, wenn man ihn denn erkennt. Jürgen Zimmerer ist Historiker an der Uni Hamburg. Er nimmt uns heute mit auf einen Spaziergang durch die koloniale Vergangenheit der Stadt. Zuerst nach Hamburg-Altona zu Reichskanzler Otto von Bismarck. Erst vor wenigen Tagen hat die Statue einen Farbbeutel abbekommen, der Staatsschutz ermittelt. Auch in Hamburg haben die Black Lives Matter-Demonstrationen die Debatte über den Umgang mit den Verbrechen der Kolonialzeit neu entfacht. Zimmerer findet, Bismarck müsse kritisch eingeordnet werden. Er ist ein Monarchist, er ist antidemokratisch, er ist antimodern und im Kontext meiner Forschungen zum Kolonialismus und kolonialem Erbe ist er eben der Reichskanzler, der Deutschland zur Kolonialmacht machte und damit auf einen Weg führte, der unter anderem im ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts gegen die Herero Nama in Deutsch-Südwestafrika mündete. Ja, wir gruseln uns dann in ein paar Minuten hier bei den Herero und Nama. Das kommt dann später. Wir gucken uns jetzt aber erstmal die bisherigen Statements in diesem Video an und die sind einfach nur Fuck! Warum? Warum? Habt ihr wirklich geglaubt, niemand mit ansatzweise historischem Sachverstand würde dieses Video sehen? Oder habt ihr geglaubt, niemand ist in der Lage, Wikipedia einfach nur zu benutzen? Du musst nicht mal eine Biografie von Bismarck gelesen haben, um einfach mal die Hälfte von dem, was der Mann hier gerade über Bismarck erzählt, als kompletten Bullshit zu entlarven. Also, und ich meine das andere ja, herzlichen Glückwunsch, Captain Obvious. Er war Monarchist und Antidemokrat. Nein, hör doch auf! Das war ja nur die gängige Staatsform in seiner Zeit, die Monarchie. Uff, na so etwas. Antidemokrat und Monarchist. Pff, hör doch auf. Sag mir als nächstes, er hatte eine Pickelhaube auf seinen Porträts auf. Das würde mich jetzt total überraschen.
Meine Fresse, aber antimodern, Leute, das ist Bullshit. Bismarck hat die Meilensteine auf dem Weg zum deutschen Sozialstaat überhaupt erst gelegt. Natürlich, muss man sagen, hat er das in erster Linie gemacht, um den Sozialdemokraten im deutschen Parlament die Anhänger zu nehmen. Das ist schon klar. Aber wenn er tatsächlich so antimodern gewesen wäre, hätte er ja wohl kaum eine Kranken- und eine Rentenversicherung eingeführt für die Arbeiter. Der Mann hat für die Arbeiter mehr getan als die SPD in den letzten 70 Jahren. Und ihr wollt mir den Typen ernsthaft als Antimodernisten hinstellen? Sag mal, habt ihr den Arsch eigentlich bis zum Hals offen? Und was die deutsche Kolonialpolitik angeht, so wisst ihr ganz genau, dass Bismarck auf die Bremse getreten ist, wo es nur ging. Wäre es nach Bismarck gegangen, so hätte man allenfalls Handelszonen in Übersee errichtet, aber keine Kolonien. Streng genommen war das Deutsche Reich in Übersee auch kein Kolonialreich, denn wir hatten in dem Sinne ja keine Kolonien, sondern es waren Schutzgebiete. Das heißt, diese Kolonien in Anführungszeichen übten keine Souveränitätsrechte des Herkunftslandes in den jeweiligen Gebieten aus. Das war eben der zaghafte Versuch, zwar die Macht in Übersee auch zu sichern, aber eben nicht im klassischen Sinne Kolonien zu erwerben. Einen wirklich kolonial expansiven Drall bekommt das Deutsche Reich erst zu dem Zeitpunkt, als 1890 Bismarck als Reichskanzler ausgedient hat, also von der Macht ausgeschlossen wird und somit nicht mehr den Expansionsbestrebungen Kaiser Wilhelms II. Im Weg steht und auch nicht den deutschen Handelsgesellschaften, welche sich eben in den Überseegebieten neue Absatzmärkte und allgemeine Expansionsmöglichkeiten versprochen hatten. Sag mal, merkt ihr eigentlich noch irgendwas? Das ist hier völlig, völlig bullshittig, was ihr da erzählt. Bismarck hatte kein Interesse an der Erwerbung größerer Gebiete in Übersee. Im Gegenteil, er hat diese Gebiete als Verhandlungsmasse benutzt, wo es nur ging. Die Kongo-Konferenz 1884-85, um jetzt noch diesen kleinen Exkurs zu machen, ist im Grunde nichts anderes als das Bestreben Bismarcks, England und Frankreich durch koloniale Zugeständnisse seitens Deutschlands diplomatisch versöhnlich zu stimmen und England vielleicht sogar langfristig auf seine Seite zu ziehen. Das war der Sinn dahinter. Es war natürlich zum einen zum Ziel der internationalen Friedenssicherung, denn hätte es das nicht gegeben und hätten diese Kolonialmächte ihre Interessen dann schließlich tatsächlich mit Gewalt sofort ausgefochten, hätten wir den Ersten Weltkrieg vielleicht schon 20 bis 30 Jahre früher gehabt, als er historisch tatsächlich passiert ist, zum einen. Und zum anderen natürlich auch eben, um deutsche Interessensphären so abzustecken, dass man zumindest davon ausgehen konnte, dass andere Kolonialmächte dann diese Gebiete möglichst nicht antasten. Deswegen gab es dieses internationale Abkommen der Kongo-Akte. Ich hatte das ja in dem anderen Video zumindest mal kurz angeschnitten, das ich über Leto Vorweg gemacht habe, mit den entsprechenden Passus, dass eben koloniale Gebiete möglichst als neutrale Gebiete im Kriegsfall betroffen sein sollen und so weiter. Das hängt alles von Bismarcks Doktrin ab. Möglichst allenfalls Gebiete für das Reich auf dem europäischen Kontinent zu erwerben und eben nicht sich auf ein Überseeimperium zu versteifen. Anders als den Wilhelm II., aber ich fange an, mich zu wiederholen. So viel also zu den bisherigen Statements. Völliger Schwachsinn. Und wisst ihr was? Das habe ich anhand weniger Bücher, die ich hier in meinem Regal stehen habe, herausgefunden und anhand von ein, zwei Wikipedia-Artikeln. Wisst ihr, so faul war ich. Ich war verdammt nochmal mega faul. Ich habe jetzt bisher an Recherche für diesen Teil des Videos, ich glaube, insgesamt 15 Minuten gebraucht. Und wisst ihr was? Das spricht nicht gerade für euch und für eure argumentative Struktur. Ich werde jetzt natürlich, wenn ich das Video fertig aufgenommen habe, nochmal ein bisschen was recherchieren, werde euch die Links in die Videobeschreibung packen, aber zum Aufnehmen der Audio haben mir im Grunde jetzt ein, zwei Bücher und ein paar Wikipedia-Artikel gereicht. Ja, sorry, das ist halt wirklich peinlich, wenn man eure Statements hier mit so einem Minimalaufwand auseinandernehmen kann. Aber gut, jetzt kommen wir hier zum gruseligen Teil. Ich habe schon mal ein bisschen reingehört, übrigens sehr subtile Hintergrundmusik, aber gut, hauen wir mal rein. Bis gleich. Ein Genozid, der zehntausende Menschenleben forderte und bis heute nicht richtig aufgearbeitet wurde. Zwischen 1904 und 1908 mordeten, brandschatzten und vergewaltigten deutsche Soldaten im heutigen Namibia, ließen tausende Herero in der Wüste verdursten und sperrten Überlebende in Lager. Bismarck sei für diesen Genozid zumindest mitverantwortlich, argumentiert der Historiker. Ja, super. Also ich muss echt sagen, ich kriege langsam Kopfschmerzen. Ich muss schauen, dass ich das hier schnell zu Ende bringe.
Das ist jetzt wirklich, das kann nicht euer Ernst sein. Sagt mir bitte irgendjemand, dass das Satire ist. Das kann nicht wahr sein. Okay, zur Faktenlage, zum Aufstand der Herero und Nama will ich jetzt gar nicht mal zu viel verlieren. Zugegeben, hier soll natürlich bei diesem Beitrag nicht die Ratio angesprochen werden. Ja, du sollst nicht nachdenken über diese ganzen Vorfälle. Ja, also hier Gruselmusik und düstere Atmosphäre, bla bla bla. Das ist uns ja, glaube ich, bekannt. Das haben wir ja jetzt hier gerade gesehen. Aber es ist weitestgehend korrekt. Ja klar, war absolut von der Kriegsführung aus einem heutigen moralischen Standpunkt natürlich in keinster Weise vertretbar. Aber inwiefern, erklärt mir das bitte, inwiefern ist ein Bismarck auch nur im Entferntesten mitverantwortlich für die Kriegsvorgehensweise eines Lothar von Trotha? Inwiefern? Ich erinnere nur noch mal daran, dieser Aufstand ereignete sich 1904, da begann er. Da war Bismarck bereits 14 Jahre nicht mehr im Amt. 14 Jahre! Inwiefern sollte der noch in irgendeiner Form einen Einfluss haben auf das, was in den Kolonien des Deutschen Reiches geschieht? Erklärt mir das irgendjemand. Das ist vollkommener Bullshit meiner Ansicht nach. Das soll wieder nur einen Schuldreflex triggern, dass man Bismarck da jetzt irgendwie noch mit reinzieht. Völliger Quatsch, wenn du schon entfernt irgendjemanden noch einer Mitschuld bezichtigen möchtest, weil dir das unbedingt in dein Narrativ reinpassen muss, dann von mir aus mach das wenigstens noch mit Kaiser Wilhelm II., der ja tatsächlich das Verhalten eines Lothar von Trotha auch gedeckt hat und das für gut befunden hat. Ja, weil hätte sich Kaiser Wilhelm II. Tatsächlich aktiv gegen die Kriegsführung ausgesprochen, so wie sie passiert ist, dann hätte Lothar von Trotha nichts weiter machen können, als sich unterzuordnen. Ist ja völlig klar, ist wie beim Schafkopf spielen, der Ober sticht den unter, ja, ist völlig normal. Aber das ist eben nicht geschehen. Da könnte man jetzt, wenn man das unbedingt möchte, vielleicht den noch mit reinziehen. Aber nicht einen Otto von Bismarck, der zu diesem Zeitpunkt nichts zu melden hatte, gar nichts. Der Mann wurde zwar noch mit Ehrungen überhäuft und so weiter, aber das täuscht ja nicht darüber hinweg, dass er keine politische Macht hatte. Ich meine, das muss euch doch beim Skripten des Videos aufgefallen sein, dass da irgendwas überhaupt nicht zusammenpasst. Das ist... Oh, ich krieg echt einen Vogel. Ich frage mich wirklich, wo habt ihr diesen Historiker ausgegraben? Der Typ ist ja wirklich, der ist das 1:1 Klischee eines ideologisch verblendeten Geisteswissenschaftlers, der hier unbedingt eine Agenda durchpushen muss. Das gibt es nicht. Ganz ehrlich, für jeden Historiker, der auch nur einen minimalen Berufsethos hat, der bestrebt ist, objektiv sich Zusammenhänge anzugucken, für den ist das doch die reinste Provokation und Schande. Das kann nicht wahr sein. Also, beim besten Willen, wie gesagt, der ganze Zusammenhang hier, Feldzug gegen Herero und Nama, ist das Völkermord oder ist das keiner? Okay, das ist ein Sachverhalt, darüber kann man diskutieren, darüber kann man wissenschaftliche Erkenntnisse zusammentragen, ob das der Fall war oder nicht. Ja, das ist ja auch noch nicht ganz unumstritten. Ist auch völlig okay, das gehört zum wissenschaftlichen Diskurs dazu. Aber was ihr hier macht, was ihr hier für Verantwortungsverhältnisse konstruieren wollt, ist einfach falsch. Es ist einfach falsch. Es deckt sich in keinster Weise mit der Faktenlage. Das muss euch doch irgendwann mal aufgefallen sein. Ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit meinen PC so anschreien. Aber gut, wir gucken jetzt mal weiter, was der Mann hier sonst noch so zu sagen hat. Also, wenn der Rest genauso dämlich ist, dann sehe ich für meine Nerven heute ziemlich, ziemlich schwarz. Aber gut, gehen wir weiter. Aus dem Denkmal müsse ein Mahnmal werden. Man könnte den Bismarck jetzt hier einfach ja auch im Kopf stellen. Oder man könnte ihn hinlegen, man könnte ihn halb eingraben, so dass im Grunde, was ich auch wichtig finde, das Denkmal erhalten bleibt. Aber er müsste enterroisiert werden, diese heroische Bildsprache gebrochen werden und eben dieses Verherrlichungspotenzial entzogen werden. Okay, nochmal kurz Stopp. Ja, das Ding ist ja, dass ja der Herr Zimmerer hier durchaus einen Punkt hat. Ein Denkmal, egal von wem, sollte nicht einfach nur als Projektionsfläche irgendeiner Heldenverehrung dastehen, sondern man sollte es in der Tat einordnen. Was aber nicht bedeutet, dass man es als Projektionsfläche für irgendwelche ideologischen Befindlichkeiten benutzen sollte. Das heißt, man sollte so ein Denkmal natürlich im historischen Kontext einordnen und auch vielleicht auf einer Tafel in irgendeiner Form dem Bürger, der jetzt vielleicht sich nicht unbedingt sehr tiefgehend mit Geschichte befasst hat, auch verständlich präsentieren, wer diese Person war und wie man sie heute einordnet. Aber was man nicht sollte, ist die Statue auf den Kopf stellen, auf den Boden legen, eingraben, mit Farbe beschmieren, sonst irgendetwas machen. Das ist nichts mit
irgendeinem wissenschaftlichen Hintergrund. Das ist einfach nur das Ausleben eines ideologischen Zerstörungsbedürfnisses. Das hat nichts mit der kritischen Bewertung einer historischen Persönlichkeit zu tun. Alter, dass ich alleine solche Punkte anbringen muss. Ich hab doch hier einen Historiker vor mir, also für mich ein potenzielles Vorbild und nicht ein fünfjähriges Kind, das keine Zusammenhänge kapiert. Boah, fuck! Das ist einfach unwürdig. Aber okay, ich will jetzt nicht noch mehr rumranten als unbedingt nötig. Gehen wir weiter. Komm jetzt, ich muss mich hier wirklich sehr, sehr bremsen. Auf geht's. Nur wenige hundert Meter weiter steht das Adolf-Wörmann-Haus, ein Heim für verrentete Seefahrer. Nichts erinnert hier daran, welche Rolle der einflussreiche Hamburger Kaufmann und Reeder beim Genozid in Namibia spielte. Die Wörmann-Linie wird eben auch dann sehr relevant, weil sie im Grunde exklusiv die Truppentransporte zum Völkermord an den Herero Nama betreibt. Und tatsächlich fuhren vom Bakenhafen in Hamburg 95% aller Truppen und aller Versorgungen, aller Pferde tatsächlich ab. Bullshit. Einfach nur Bullshit. Ich glaube, ganz ehrlich, da mache ich heute ein Trinkspiel draus. Jedes Mal, wenn ich Bullshit sage, müsst ihr einen kurzen trinken. Ich glaube, obwohl, nee, lieber keinen kurzen. Bleibt lieber beim Bier, weil ansonsten, glaube ich, führt das hier noch bei dem einen oder anderen Zuschauer zu einer Alkoholvergiftung. Ich hafte für keine Leberzirrhosen. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Was zum Teufel soll das? Es ergibt keinen Sinn, eine Verantwortlichkeitskonstruktion hier aufzubauen. Was kann der Truppentransporteur dafür, wenn sich die Truppen im Zielgebiet aufführen wie Sau? Gar nichts. Er ist ja nur der Transporteur. Er ist für alles andere nicht verantwortlich. Das Einzige, was man ihm realistisch überhaupt vorwerfen könnte, ist, dass er sich am deutschen Staat massiv gesund gestoßen hat. 6 Millionen Mark hat der Mann für die Überfahrten verlangt an Gebühren. 6 Millionen Mark, das war in einer Zeit, wo die Mark auch wirklich noch gewaltig was wert war. Also, da war ja noch der Goldstandard dran und so weiter und so fort. Also, das war richtig, richtig viel Geld. Der Mann ist Goldmark-Millionär geworden dadurch. Also, noch mehr als ohnehin schon. Richtig, richtig heftig. Aber da ist keine Kausalität da. Die Truppen wären in jedem Fall in der Kolonie gelandet. Völlig egal, wenn die Truppen mit fucking Zeppelinen über die halbe Welt geflogen wären. Es wäre wahrscheinlich egal gewesen. Ach komm, wo wir gerade dabei sind, wo ich gerade Zeppeline gesagt habe. Komm, lasst uns doch noch den Graf Zeppelin auch noch in den Dreck ziehen. Ich meine, hey, mit Hilfe seiner Entwicklung wurden Bomben über Städten abgeworfen. Also ganz, ganz bösartig. Der ist für die Entwicklung des Ersten Weltkriegs maßgeblich mitverantwortlich. Und wer was anderes behauptet, der ist halt einfach ein rechter Hetzer. So. Merkt ihr irgendwas? Merkt ihr, wie absurd das ist, hier irgendwelche Personen in irgendwelche Verantwortlichkeiten zu ziehen? Verantwortlich für die Kriegsverbrechen in Deutsch-Südwestafrika ist im Wesentlichen Lothar von Trotha als Befehlshaber, seine Untergebenen und diejenigen, die die Taten konkret begangen haben. Niemand sonst. Im entfernten Sinne vielleicht noch Kaiser Wilhelm II., der das Ganze gedeckt hat, aber der Rest nicht. Kein Bismarck, kein Böhrmann, kein sonst irgendwer. Seit Jahren kritisiert Zimmerer, dass Hamburg seinen Reichtum auch den Gräueltaten der Kolonialherren verdankt, ist im Stadtbild kaum sichtbar. Besonders empörend findet er das im Michel, der zentralen Kirche der Stadt. Hier hängt eine Gedenktafel, die an die deutschen Gefallenen der Kolonialkriege in Afrika und China erinnert. Die Opfer werden hingegen nur in einem Flyer erwähnt. Der Historiker fordert, das Denkmal müsse besser eingeordnet werden. Ich würde es auf jeden Fall erhalten, aber es muss natürlich eingebettet werden in den Kontext, in ein Gegendenkmal. Man müsste chinesische oder namibische Künstlerinnen oder Künstler bitten, hier ein Gegendenkmal zu errichten. Wer nicht den Mut hat, an Denkmälern zu rütteln, der friere Geschichte ein, findet Zimmerer, und zementiere so ein rassistisches Weltbild. Zu lange sei diese Auseinandersetzung von der Politik verschleppt worden. Wenn Black Lives Matter, wenn das wirklich der Fall ist, dann müssen sie auch in der Geschichte wichtig sein. Dann müssen sie zumindest auch reingeschrieben werden in die Geschichte. Und dass die hier noch fehlen, zeigt ja, dass es eben nicht so ist. Ja, genau. Wenn wir die Denkmäler schon nicht niederreißen dürfen, dann lass uns wenigstens Gegendenkmäler errichten. Oder lass uns neben jedes Denkmal ein Schild aufstellen wie Spuck auf mich, denn ich bin ein weißer Deutscher und deshalb moralisch verkommen. Irgendwie sowas in der Art. Ganz ehrlich, das hat für mich mittlerweile Züge von der chinesischen Kulturrevolution. Es geht hier im Übrigen auch zu keinem Zeitpunkt um tatsächliche historische Aufarbeitung, denn das würde eine objektive Geschichtsbetrachtung voraussetzen. Das ist nicht das Interesse dieser Ideologen, die diese aktuellen Bilderstürmer hier überhaupt antreiben, sondern es geht um die
physische Sichtbarmachung der kulturellen Hegemonie der internationalistischen und antideutschen Linken. Darum geht es. Die Leute, die Deutschland vom innersten Herzen heraus verachten, die seine Geschichte verachten, die historischen Akteure verachten, die überhaupt kein Interesse daran haben, dass man diesen historischen Akteuren auch nur einen Hauch möglicherweise an Positivem abgewinnen kann, sondern die tatsächlich die gesamte deutsche Geschichte als einen riesigen Haufen von Gräueltaten und Bösartigkeit hinstellen wollen. Warum? Weil nur das in ihr Narrativ passt. Das Narrativ des deutschen, bösartigen, weißen Unterdrückers und die POC, wie man heute so schön sagt, oder alle Nicht-Weißen, die als arme Opfer darunter stehen und darunter zu leiden haben oder hatten, ja, dann wird ja die Vergangenheit auch immer noch in die Gegenwart gezerrt. Das wirkt ja fort bis heute. Das ist den Staat, der zum Beispiel das Verbrechen an den Herero und Nama zu verantworten hatte, also zumindest von einigen Akteuren dieses Staates her, dass es den nicht mehr gibt, ist vollkommen uninteressant. Das Deutsche Kaiserreich gibt es nicht mehr. Den Nachfolgestaat, die Weimarer Republik, gibt es auch nicht mehr. Und dessen Nachfolgestaat, das Dritte Reich, gibt es auch nicht mehr. Wer ist hier in irgendeiner Form eigentlich noch in der Position, sich für irgendetwas schuldig zu fühlen oder an der eigenen Geschichte zu rütteln? Wer an Denkmälern rüttelt, ich würde da im Gegenteil eine oppositionelle These aufstellen. Wer an Denkmälern rüttelt, hat kein Interesse an einem historischen Diskurs, sondern möchte vollendete Tatsachen schaffen. Darum geht es. Es geht nicht darum, Denkmäler zu diskutieren. Das ist überhaupt nicht das Ziel. Es geht darum, alte Denkmäler zu beseitigen, um die kulturelle Hegemonie der Linken zu zementieren, auch physisch im Stadtbild sichtbar zu machen. Mal abgesehen davon, dass das Weltbild der meisten Deutschen heute sehr vieles ist, aber ganz sicher nicht rassistisch, aber das führt jetzt viel zu weit. Die Aussagen dieses Historikers sind eine wahre Schande für seinen Berufsstand. Das muss man einfach mal so eindeutig sagen. Es ist beschämend, dass dieser Mann hier sich allen Ernstes hinstellt und uns im Grunde im maoistischen Stil die Umformung der Denkmallandschaft in Deutschland schmackhaft zu machen versucht, mit dem Argument, es würden noch nicht ausreichend eingeordnet. Ich weiß nicht, ob der Mann mal in irgendwelche Geschichtsbücher der letzten Jahre reingeschaut hat, also das, was so in deutschen Schulen so im Schnitt ausliegt. In der Tat, wir lernen zu wenig über die deutsche Kolonialvergangenheit, meiner Ansicht nach. Weil wir alles mit Hitler, Hitler, Hitler vollklatschen in den Lehrplänen. Ja, anstatt sich gefühlt 3 Jahre mit Hitler zu beschäftigen, könnte man auch einfach die Zeit, die man davon abzwackt, ein bisschen mehr auf die deutsche Kolonialgeschichte verwenden. Also auf die Entstehung, auf die Handhabung der Handelsbeziehungen und so weiter und so fort. Da gäbe es durchaus Potenzial. Aber auch das wird ja nicht gemacht. Es werden ja nicht irgendwelche Handelsbeziehungen genauer erklärt, sondern es geht dann auch immer nur um Herero und Nama, Völkermord hier, Massenmord da, bla bla bla. Auch hier, das ist eben, wir haben eine ganz, meiner Ansicht nach, unrunde Gewichtung historischer Ereignisse. Aber das ist eben genau die Frucht der Alt-68er, die sich hier in die Institutionen reingesneakt haben und die jetzt eben die Lehrpläne machen, die jetzt bestimmen, was an Universitäten gelehrt wird, die im Wesentlichen dafür verantwortlich sind, dass unsere kulturelle Landschaft heute so aussieht, wie sie aussieht. Aber genug davon, wir machen jetzt mal weiter. 2014 erhielt Zimmerers Forschungsstelle von der Stadt den Auftrag, Hamburgs koloniales Erbe zu untersuchen. Ein europaweit einzigartiges Projekt. Doch dem Professor geht die Aufarbeitung in der Hansestadt viel zu langsam voran. Er hat Ideen, die polarisieren. Wenn man eine Debatte will, dann könnte man ja einen Bismarck oder einen Kaiser Wilhelm herunternehmen und eine Greta Thunberg draufstellen. Dann hätte man eine heftige Debatte. Also, aber ernsthaft, glaube ich, musste man davon einfach vielleicht wegkommen, vor allem weiße Männer als vorbildhaft hinzustellen. Naja, genau. Also nee, ich nehme diesen Bullshit schon gar nicht mehr ernst. Das ist so ein bisschen jetzt hier psychischer Selbstschutz, weil ich werde ansonsten hier noch wahnsinnig. Das kann echt nicht wahr sein. Also das ist wirklich, also alleine auch nur scherzhaft darüber nachzudenken, eine Greta Thunberg an die Stelle eines Bismarck zu setzen, ist einfach, ja, das grenzt an wirklich perverse Idiotie. Das ist komplett bekloppt. Also wenn man einen Bismarck als Protagonisten der deutschen Geschichte sieht, dann ist Greta Thunberg allenfalls wirklich mal die Randnotiz an der Fußnote der europäischen Geschichte unserer Tage. Also das muss man einfach mal von der Rangordnung her ganz klar sehen. Also ich meine, wenn man schon
wenn man schon Deutsche entthronen möchte hier und von ihren Denkmälern stoßen möchte, dann bitte seid doch wenigstens so konsequent, macht es wie die MLPD und stellt gleich eine Lenin-Statue auf. Ist zwar ideologisch auch absolut verachtenswert und widerlich, aber da hat man dann wenigstens, ich sage jetzt mal, halbwegs gleichrangige historische Persönlichkeiten gegeneinander ausgetauscht. Auch das hier ist wieder bezeichnend, wohin es mit unserem Land geht. Es ist wirklich unglaublich. Da hat eine Stadt einem Historiker tatsächlich den Auftrag gegeben, in der Erforschung einer Vergangenheit einer Stadt, um da gemäß der linken Agenda so viel Negatives rauszufiltern wie irgendwie möglich. Also ansonsten kann ich mir das, was der Historiker hier die letzten 5 Minuten gesagt hat, überhaupt nicht erklären. Das ist kompletter Blödsinn, kompletter Bullshit auf ganzer Linie. Sätzen 6. Wirklich, tut mir leid. Also das ist wirklich etwas, ich habe jetzt wenig wissenschaftlichen Aufwand betrieben, um das hier einigermaßen zu behandeln. Aber es hat komplett ausgereicht. Und wenn ihr euch die Kommentare unter diesem Video anschaut, ja, dann sind das Leute, die haben oftmals überhaupt kein historisches Verständnis. Die haben überhaupt keine historische Vorbildung. Aber die spüren instinktiv, dass da grober Schwachsinn erzählt wird. Und ein bisschen Wikipedia-Suche reicht komplett aus, um diesen Bullshit in Videoform einfach in sich zusammenbrechen zu lassen. Und ich sage eindeutig zu oft Bullshit, ich habe es ja schon mal angesprochen. Ja, alleine, dass wir in unseren Tagen solchen historischen, ja, Faktenverdrehern, ich kann es nicht anders nennen, Faktenverdrehern und mutwillig bösartigen Konstrukteuren deutscher Geschichte hier in irgendeiner Form Gehör verschaffen und diese Leute nicht mit schallendem Gelächter von der Bühne jagen, zeigt schon, dass in diesem Land einiges schiefläuft, aber wirklich einiges. Ja, nicht weiße Männer mehr als Vorbild nehmen, ist natürlich dann nur noch im Grunde die Kirsche auf dem Scheißhaufen. Damit brauchen wir uns jetzt nicht mehr zu beschäftigen. Das wird nämlich auch gar nicht möglich sein, die deutsche Geschichte so umzuschreiben. Gott sei Dank, muss ich sagen, es sei denn, sie malen einen Friedrich den Großen plötzlich schwarz an. Aber das wäre ja Blackfacing. Aber naja, wie gesagt, das ist unglaublich in unseren Tagen. Es ist so viel Wahnsinn, der sich hier gerade seinen Weg bahnt und... Ich kann dazu eigentlich gar nicht mehr viele Worte verlieren. Ich glaube, ich beende es jetzt am besten einfach mal. Also, das ist halt echt so eine Sache. Die Ideologen, die Intellektuellen der linken Seite, die jetzt dieses ganze Geschichtsfälschen aktiv vorantreiben, sind halt in meinen Augen einfach, ja, eine Schande für ihren Berufsstand, sage ich an dieser Stelle mal. Und für all die Leute, die hier blind dieser ganzen Black Lives Matter-Bewegung nachlaufen, ohne sich mit irgendwelchen Fakten zu beschäftigen. Ja, also ich bin kein besonders gläubiger Katholik, aber... Ich glaube, da passt ein Ausspruch aus Lukas 23 ganz gut. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich bin auf eure Kommentare gespannt und wie ihr das Ganze so seht. Und ja, ihr wisst es ja, liken, teilen und so weiter hilft mir enorm weiter, kostet keinen einzigen Cent. Und ich verabschiede mich da mal wieder. Wir sehen uns dann in einem anderen Video. Bis dahin, macht's gut, passt auf euch auf. Servus und ciao. And we bring fire.